Willkommen zurück auf diesem Kanal. Wir machen heute einen Cut nach einem halben Jahr Bricklink Store und schauen uns an, wie sich der Laden entwickelt hat, was es bringt, wie viel ich eingenommen habe. Wir werden uns ein paar Zahlen dazu angucken. Ich hoffe, für die, die damit liebäugeln, selber einen Store aufzumachen oder einen haben, sind das vielleicht interessante Details und Einblicke. Viel Spaß dabei! Mit einem stinknormalen Excel-Sheet und schauen uns da jetzt mal die Daten an, wie sich der Store so entwickelt hat. Vorab, ich betreibe ja den Bricklink Store und habe zusätzlich noch einen Shop bei eBay Kleinanzeigen. Findet ihr auch immer in der Videobeschreibung. Hier habe ich also die Daten gemischt. Nur damit ihr euch da nicht verunsichern lasst. Also alles, was hier an Daten steht, habe ich sowohl bei Bricklink als auch bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Natürlich beschränkt sich eBay Kleinanzeigen weitestgehend auf Minifiguren und Bricklink ist dann halt für die ganzen Teile zuständig, die dann verkauft werden. Aber das seht ihr dann auch gleich. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Januar. Das war der Startschuss des Bricklink Stores. Ich glaube, am 6. oder am 9. Januar habe ich irgendwann angefangen. Am Anfang mit der Shop-Eröffnung hatte ich hier 2810 Teile. Das ist diese Spalte hier. Parts at Beginning of Month. Also am Monatsende stehen hier die Teile drin, mit denen ich in den Monat gestartet bin. Die zweite Spalte ist Parts am Ende des Monats. Ich habe also, sieht man hier auch nochmal in Summe, über 10.000 Teile in diesem Monat in den Bricklink Store dazugepackt. Und das gleiche habe ich nochmal in zwei Spalten. Lots am Anfang des Monats und Lots am Ende des Monats. Also unterschiedliche Lego-Steine. Ich hatte am Anfang bei der Shop-Eröffnung 135 verschiedene Lego-Steine im Store und am Ende waren es halt knapp über 400. Dann kommen wir hier noch zu der Spalte, wie viel ich verkauft habe. Es waren nur, in Anführungszeichen, aber es war halt der Startschuss, nur 4 Verkäufe im ersten Monat, aber die haben schon mal für 103 Euro und ein paar zerquetschte gesorgt. Das entspricht einer Durchschnittsorder oder einem Durchschnittswert pro Einkauf von 25 Euro und ein bisschen was. Ich hatte den Shop 25 Tage im Monat geöffnet. Das heißt, ich habe pro Tag 0,2 Bestellungen bekommen oder umgekehrt, an jedem fünften Tag kam eine Bestellung. Zwei Fans hatte ich am Ende des Monats. Da er neu war, wurden auch zwei neue Fans registriert. So habe ich das jetzt erstmal aufgeschlüsselt und so werden wir uns das jetzt mal Monat für Monat angucken, wie sich der Store jetzt quasi entwickelt hat und was ich dafür getan habe, wo ich ihn weiterentwickelt habe. Ich mache jetzt mal die Zeile sichtbar. Wir werden am Schluss auch mal den Monat Juni, also den sechsten Monat in diesem halben Jahr, selber noch eintragen. Dann seid ihr dabei, wie ich die Werte aktualisiere. Schauen wir uns jetzt aber erstmal den Februar an. Also der ganze Excel-Sheet ist voll mit irgendwelchen Formeln. Das seht ihr auch schon. Wenn ich hier draufklicke, wird quasi der Wert hier übernommen. Wenn hier noch keiner drinsteht, bleibt das Feld leer und so weiter, sodass ich hiermit wirklich wenig Aufwand habe. Das sind nur, ich glaube, 4 Werte, die ich hier eintrage und der Rest wird automatisch aktualisiert oder wird aus anderen Tabellen gezogen. Das hier ist nur ein Reiter dieses Excel-Sheets. Ich habe auch noch 2 weitere. So. Wir starten also in den Februar schon mal mit 14.000 Teilen, konnten bis zum Monatsende sogar auf 30.000 Teile ausbauen. Das war ein relativ guter Startschuss und ich habe da natürlich auch ein bisschen Gas gegeben, gerade am Anfang des Stores. Wir kommen am Ende des Monats Februar sogar schon auf 1.300 verschiedene Lego-Steine, was wirklich für den Startschuss ganz ordentlich war. Wir haben nochmal 17.000 Teile in den Store geknallt und ihr seht schon, verkaufte Teile und die Anzahl der Verkäufe ist schon ein gutes Stück nach oben gegangen. Ich habe im Februar schon 300 Euro eingenommen. Also das ist Umsatz, das ist kein Gewinn. Das dürft ihr jetzt bei der kompletten Excel-Datei nie aus den Augen verlieren. Die Durchschnittsorder ist ein bisschen nach unten gegangen, aber ungefähr auf demselben Niveau. Jetzt habe ich schon jeden zweiten Tag eine Bestellung gehabt und es sind nochmal 3 weitere Fans zum Store im Februar dazugekommen. Wir schauen uns März und April mal zusammen an. Die
die Entwicklung. Also an Steinen habe ich in den 2 Monaten nur noch 10.000 hinzugefügt. Man muss aber auch sagen, dass natürlich auch mittlerweile ordentlich verkauft worden ist, ne? Also ich habe auch wieder 5.000 Steine verkauft, also hatte ich eigentlich 15.000 hinzugefügt. Die Lots sind nicht mehr so rasant gestiegen, nur noch 1.700, aber das ist zumindest ein guter Grundstock, um schon mal eine Auswahl zu haben. Es ist ja, das ist bei Bricklink gerade, wie man bei Bricklink sucht. Wenn man weiß, wie bei Bricklink die User nach Legosteinen suchen, ist es ganz, ganz wichtig, eine große Auswahl im Shop zu haben. Dass du halt, wenn so eine Suche per Wantedlist zum Beispiel abgegeben wird, du halt so viele Teile wie möglich im Angebot hast. Und natürlich ist es am Ende des Tages auch entscheidend, wie viele Steine du pro Lot im Store hast. Wenn du von einem bestimmten Lego-Stein, der beliebt ist, nur 10 Teile hast, dann bekommst du wahrscheinlich auch keinen User dazu, bei dir einzukaufen, wenn er eigentlich 100 davon haben will. Also sind die beiden Werte, wie viele Steine man im Store hat und wie viele verschiedene Steine man im Store hat, wirklich wichtig, die im Auge zu behalten. Ja, wie ihr schon seht, ich habe ungefähr 2.500 Steine in den beiden Monaten verkauft. Die Verkäufe waren schon jenseits der 20. Nochmal zur Erinnerung, da ist eBay Kleinanzeigen mit drin. eBay Kleinanzeigen waren in der Zeit ungefähr 6, 7, 8 Verkäufe. Ich glaube, in einem Monat hatte ich sogar mal die 10 gesprengt. Da war ich bei 12 eBay Kleinanzeigenverkäufen. Alles nur Minifiguren. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der April war auch der lukrativste Monat bislang mit über 700 Euro. Die Average Order ist auf über 30 hochgegangen, was super ist. Orders pro Tag ist im März schon auf fast eine Order pro Tag hochgegangen, dann leicht zurück. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Man muss auch immer bedenken, wie viel Zeit hat man für seinen Shop. Wenn ich das Vollzeit mache, dann ist eine Order pro Tag vielleicht nicht cool. Ich mache das nebenberuflich, neben meinem Hauptjob, neben Familie und so weiter. Und dann ist das absolut in Ordnung. Ja, also da kann man sich im Schnitt jeden zweiten Abend mal hinsetzen und Bestellung packen, neben dem ganzen Ausparten und YouTuben und was weiß ich. Das ist dann schon ein Zeitfresser und es ist auch zeitbelastend. Also von daher ist die Menge hier für mich vollkommen in Ordnung. Und ich habe den Store ja eigentlich aufgemacht mit der Intention, und auch da muss jeder selber wissen, was er erreichen möchte. Wenn ich im Monat irgendwie 200, 300 € Gewinn dadurch mache, das reicht mir schon. Ich werde hiermit nicht reich, ich werde hiermit sicherlich kein Multimillionär. Das ist für mich ein bisschen Nebenverdienst, Nebeneinkunft neben meinem Hauptjob. Mehr sollte es nicht sein und es sollte Spaß machen und für mich ein Hobby sein. Das war meine Intention. Da hat jeder natürlich unterschiedliche. Wir hatten den Store in den beiden Monaten komplett durchgehend geöffnet, also 31 Tage im März, 30 im April. Und mittlerweile kommen auch kontinuierlich 3 bis 4 Fans pro Monat dazu. Jetzt schauen wir uns noch einmal den Monat Mai an und dann tragen wir mal für den Juni selber die Daten nach. Es ist alles noch mal ein bisschen angewachsen. Ich habe noch mal 10, 11, 12.000 Teile ergänzt. Ich habe auch noch mal fast 500 Lots ergänzt. Das ist schon mal ein richtiger Sprung. Das ist auch gut. Verkäufe sind ein bisschen zurückgegangen. Die Einnahmen sind auf einem vernünftigen Niveau geblieben. Vielleicht leicht rückläufig, aber okay. Average Order ist sogar noch ein bisschen hochgegangen. Eigentlich noch in Ordnung, wenn man bedenkt, und das kommt jetzt dazu, Lego ist auch ein Saisongeschäft. Natürlich wird im Winter, wenn die Menschen mehr zu Hause sind, mehr Lego konsumiert als im Sommer. Und wir nähern uns jetzt der wärmeren Jahreszeit, das zum einen, und zum anderen sind wir natürlich in der Pandemiesituation. Und die hat so peu à peu nachgelassen, die Menschen sind immer mehr rausgegangen. Und natürlich wird dann weniger Lego eingekauft. Und das merkt man jetzt brutal, sage ich jetzt schon mal, im Monat Juni. Ich habe ja gesagt, wir tragen für Juni jetzt zusammen die Werte ein. Dafür kann ich hier schon mal die restlichen Monate freigeben. Wir sind in den Juni gestartet mit knapp 50.000 Teilen. Und wir hatten am Monatsende tatsächlich mal einen Rückgang. Es waren nämlich nur noch 46. 1430 Teile im Store. Das heißt, ich habe zum ersten Mal, jetzt wird das hier auch aktualisiert,
Minus gemacht, was die Teileanzahl angeht. Das ist aber auch einfach so entstanden, weil ich gemerkt habe, es wird im Moment nicht mehr groß verkauft oder gekauft bei mir im Store. Und das war einfach eine Grundsatzentscheidung, dass ich dann für mich auch einen Stopp mache. Ich kann nicht den Laden vollknallen mit Legosteinen, wo ich weiß, das bleibt eh definitiv 2, 3 Monate jetzt liegen. Das ist ja totes Kapital. Das kann ich dann eher woanders investieren, wenn ich es dann investieren möchte. Habe ich teilweise übrigens auch gemacht, und zwar in Lego-Sets, in EOL-Sets. Die biete ich ja auch bei mir bei eBay Kleinanzeigen an, auch wenn da im Moment nur sehr wenige Sets gelistet sind. Also da sind noch einige in der Hinterhand. Da warte ich jetzt noch drauf, dass die EOL gehen oder auf vernünftige Preise. Oder dass ich einfach Zeit finde, die einzustellen. Genau, also da habe ich eher in Sets investiert als in Lego-Steine. Wir hatten am Monatsende auch hier einen Rückgang an Lots. Wir haben ungefähr 120 verschiedene Lego-Steine verloren aus dem Store. Da kann ich mich auch bedanken bei einer Monsterbestellung, die reingekommen ist. Das habe ich auch euch im Video gezeigt. Die Bestellung, die ich gepackt habe, mit, ich glaube, das waren über 2000 verschiedene, 2000 Steine und viele verschiedene eben dabei gewesen, die mir abgekauft worden sind. Das hat mir quasi den Juni so ein bisschen gerettet. Denn wenn wir jetzt weiter gucken, wir hatten nur 11 Verkäufe. Davon waren, glaube ich, 4 bei Kleinanzeigen, Minifiguren. Also hat sich Bricklink auf, ja, knapp über eine Handvoll Verkäufe beschränkt in dem Monat, was halt echt bitter war. Auch wenn natürlich am Ende des Tages ich noch nie so viel Steine verkauft habe. Aber das liegt eben an dieser einen Bestellung mit über 2000 Steinen, die auch 250 Euro fast schwer war. Und da sieht man schon, dass die mehr als 50% des ganzen Monats ausgemacht hat. Das treibt natürlich auch hier die Average Order nach oben, klar. Ja, also die Bestellung hat mir quasi den Monat noch so ein bisschen gerettet. Wir hatten volle Kapelle offen, 30 Tage. Das macht dann auch hier macht es sich dann bemerkbar, dass wir nur noch 0,4 Orders per Day hatten. Das ist ein Rückgang um 50% im Vergleich zum März. Fans haben wir am Ende des Monats auch keinen so großen Zuwachs mehr gehabt. Es kam nur einer hinzu. Und das ist jetzt quasi der Stand, wie es im Moment bei mir im Store aussieht. Hier mach, oh, das ist eine Farbe zu dunkel. Und hier ist quasi die Gesamtübersicht für meinen Bricklink Store nach einem halben Jahr. Also wir haben insgesamt 54.000 Lego-Steine in den Store gepackt. Knapp 12.000 wieder verkauft. 97 Verkäufe sind es insgesamt. Also da bin ich, kann ich jetzt schon versprechen, im Juli haben wir die 100 schon geknackt. Wir sind also feiern ein bisschen Jubiläum. Ich habe über 100 Verkäufe mittlerweile realisieren können. Einnahmen liegen im Moment, da ist aber auch schon, meine Stimme schwindet gerade, Entschuldigung schon mal dafür. Da ist der Juli jetzt hier schon mit drin. Also haben wir im ersten halben Jahr fast 3000 Euro Einnahmen generiert. Ich kann euch jetzt schon sagen, Ausgaben waren noch mal deutlich höher. Also ich bin auf jeden Fall im Minus im Moment mit dem Store, aber das ist auch klar. Also wer einen Store aufmacht und ein bisschen größer werden will, als nur sein Gebraucht-Lego zu verkaufen, der muss halt auch Geld in die Hand nehmen und investieren. Das ist halt nun mal so. Wir haben eine Average Order von 30. Das ist am Ende des Tages super, aber auch das ist ein bisschen geschönt durch diese Monster-Order hier. Und ich kann euch sagen, im Juli ging es genauso weiter. Ich habe auch eine ganz dicke Order mit fast 200 Euro, ich glaube 170 Euro, schon im Juli. Also die beiden treiben das hier ein bisschen nach oben, muss man auch sagen. 173 Tage war der Store bislang auf, also knapp über ein halbes Jahr. Und Fans, da habe ich den aktuellen Wert gerade gar nicht im Kopf, aber das sollte jetzt nicht groß gewachsen sein. Pi mal Daumen, rund 20 Fans. Auch alles in Ordnung. So. Das war der erste Einblick oder der erste Cut, mein Bricklink Store nach einem halben Jahr. Ich hoffe, das ist für euch interessant und ihr könnt auch Schlüsse daraus ziehen. Ja, also wem das quasi zu viel Minus ist, wem das zu riskant ist, der hat hier also schon mal eine kleine Warnung. Wer merkt, okay, das ist eine richtige Richtung, wenn man das weiterentwickelt und weiter verfolgt und ein Store auf lange Sicht ist vielleicht jetzt too much, aber zumindest mittelfristige Sicht zieht, ein paar Jahre laufen lassen will. Der sieht hier vielleicht Ansatzpunkte, wie er ihn entwickeln kann. Er sieht ungefähr,
wie viel Geld er auch in die Hand nehmen muss. Also wenn ich sage, ich habe hier 3.000 eingenommen, habe aber deutlich mehr ausgegeben, dann könnt ihr ungefähr schon abschätzen, was ihr da dann auch in die Hand nehmen müsst. Also so ein Store aufzumachen in der Hoffnung, ich mache im Jahr 5.000 Euro Einnahmen, will aber erstmal nur irgendwie 2.000 ausgeben, das wird nicht funktionieren. Außer ihr habt aus euren Kindheitstagen, keine Ahnung, noch für 20.000 Euro gebraucht Lego zu Hause liegen. Dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Gebrauchtes habe ich aber hier nur vielleicht zu einem Prozentsatz von 1% im Store. Also das ist wirklich so gut wie alles Neuware bei mir. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, es hat euch weitergeholfen, hat euch ein paar Einblicke gegeben, wie sich das hier so entwickelt im Moment. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen hoch, natürlich auch gerne abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht selber schon Bricklink-Besitzer seid oder vielleicht mal aus Käufersicht, eure Erfahrungen teilt, was euch vielleicht gefällt, was euch nicht gefällt, wie sich bei euch der Shop entwickelt oder habt ihr vielleicht noch Tipps für mich, das ist natürlich auch immer wichtig. Teilt das gerne mal in den Kommentaren, auch mit den anderen Usern hier auf diesem Kanal. Man kann einfach immer nur dazulernen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus!